Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, die sehr gemischte Gefühle in mir ausgelöst hat, zumindest was die Bücher angeht. Denn es ist ein Buch dabei, was mich unglaublich irgendwie enttäuscht hat und über das ich auch schon berichtet habe in einer Einzelrezension. Und das hat so gefühlt die Woche ein bisschen getrübt. Zudem hatte ich so ein bisschen den Winterblues, ich weiß nicht, ob ich es Lockdown-Blues nennen möchte, aber es ist definitiv ein Winterblues gewesen. Es war dunkel, es war kalt und ja, ich habe einfach gemerkt, dass das so ein bisschen an meine Substanz herangegangen ist. Zudem war es auch irgendwie Neumond, vielleicht hatte es auch irgendwie damit zu tun, man versucht ja gerne irgendwie Lösungen zu finden. Es wurde besser jetzt dann am Wochenende, wo wir wirklich Sonnenschein hatten, Freitag, Samstag, Sonntag, ich auch jeden Tag draußen war, Sonne genossen habe, den blauen Himmel. Es war zwar wirklich richtig, richtig kalt, aber wenn man eingemummelt ist, geht das natürlich alles. Aber die Motivation im Winter rauszugehen ist bei mir definitiv schon, ja, nicht so gegeben, wie ich es ja gerade auch letztes Jahr im Frühling, Sommer, Herbst hatte, wo ich ja wirklich fast jeden Tag draußen war und ja, das vermisse ich tatsächlich sehr. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass so viele Leute im Winter unterwegs sind, gerade wenn man natürlich jetzt nicht Skifahren kann. Es fällt natürlich der Wintersport so ein bisschen aus. Mir kommen definitiv weniger Leute irgendwie entgegen, aber ja, wahrscheinlich laufen die zu einer anderen Zeit wie ich. Aber da merkt man schon, im Frühling, Sommer sind, glaube ich, die Menschen trotzdem noch ein bisschen lieber und mehr draußen als so im Winter. Aber es nützt alles nichts. Ich vermute mal, so einen Monat muss ich das noch ertragen und wünsche allen, die ja an diesem Wetter Spaß haben und viel draußen sind, da auf jeden Fall noch eine gute Zeit. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel Spektakuläres. Nein, ich glaube nicht. Filmtechnisch gab es auch nichts. Ich habe 2, 3 Dokus tatsächlich mal im Fernsehen angeschaut. Wer hätte das gedacht? Besonders auf Phoenix und ich glaube, die eine war dann auf Dreisat und die andere irgendwo anders. Ja, ich habe mich tatsächlich mal mit dem Fernsehprogramm beschäftigt und dachte, interessant, was es da so gibt. Und ja, fand ich tatsächlich auch ganz spannend. Und ganz lustig war es bei der Dokumentation auf Phoenix. Da dachte ich die ganze Zeit, den Sprecher, den kenne ich. Und ja, es war dann die Synchronstimme von George Clooney. Das fand ich ganz lustig. Ich habe jetzt gerade den Namen verdrängt. Aber ja, also sind die Sprecher sozusagen auch bei Dokumentationen zu finden. Ansonsten habe ich mit Sherlock weitergemacht. Bin jetzt auch schon in Staffel 4 angekommen. Und ja, werde da auf jeden Fall auch noch Staffel 4 schauen. Und jetzt hat ja dann im Grunde auch The Masked Singer begonnen. Und da freue ich mich dann jetzt auch jeden Dienstag auf weitere Shows. Wir sind jetzt noch vor The Masked Singer, sonst könnte ich schon was zur ersten Folge erzählen. Aber vielleicht tauschen wir uns da ja auch ein bisschen auf Instagram oder so aus. Ja, zu den Büchern der Woche. Ich habe im Grunde 4 Bücher gelesen. Das eine war ja schon ein bisschen angelesen. Von daher, wir fangen auch mit dem Flop der Woche tatsächlich an, die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Ich habe dazu ein Einzelvideo gemacht, eine Einzelrezension, weil mir einfach nach Reden zumute war, Gedankenaustausch und mal schauen, was ihr so zu dem Buch sagt. Das nächste Buch ist dann von Stefanie Jana und Ursula Kollritsch, Das Jahr des Rehs. Ist mir über den Weg gelaufen bei meinem Sub-Rückblick und war im Grunde jetzt ein Jahr auf meinem Sub und wurde jetzt befreit. Dann habe ich die ganze Woche gehört, das neue Buch von Jeffrey Archer, Söhne des Glücks, wieder wunderbar vorgetragen von Richard Bachenberg. Ich liebe diese Stimme, ich finde, der passt perfekt zu den Archer-Büchern und ja. Und dann am Wochenende war mir nach etwas Leichten und Lockerem und einfach so ein bisschen diese trübe Stimmung der Woche wegzubekommen. Und da habe ich dann Bridgerton angefangen, der erste Teil, Der Duke und ich von Julia Quinn. Gibt es ja jetzt in der Neuauflage und habe ich einfach mal als E-Book gelesen. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Ich packe auch die Einzelrezensionen unten mit rein. Schaut da gerne vorbei. Ich habe auch den Leseklub unten immer verlinkt. Lovely Books und Instagram. Ne? Also schaut da gerne mal vorbei, auch wenn ihr mehr Infos zu den Büchern wollt. Zu dem Buch muss ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Ich habe in der Einzelrezension alles gesagt, was ich irgendwie dazu dachte. Ich habe natürlich jetzt so ein bisschen öfter darüber geschlafen und finde es nach wie vor nicht so richtig rund, aber
ja, es war nicht mein Buch. Ich glaube einfach, dass die Erwartungshaltung sehr hoch war, dass ich auch irgendwie eine andere Story erwartet habe. Irgendwie denke ich jetzt doch, okay, das Ende hätte eigentlich gar nicht anders sein können. Er kann gut schreiben, Matt Haig. Ich möchte ihm das echt nicht absprechen und man merkt das hier auch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen ich da dran geblieben bin und nicht nach den ersten drei Abschnitten gesagt habe, was ist denn das für ein Krampf. Aber es gibt eben auch sehr viele Kritikpunkte und die habe ich alle in der Einzelrezi auch so ein bisschen besprochen. Und ich packe die, wie gesagt, in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich will da jetzt gar nicht mehr weiter drüber sprechen. Das Buch wird auch demnächst ausziehen. Also von daher, ja, das war leider nichts, was ich auch mega, mega schade finde. Ich hätte euch tatsächlich lieber ein Highlight in die Kamera gehalten, aber es gibt eben auch einfach Flop-Bücher und die Mitternachtsbibliothek gehört da leider einfach irgendwie dazu. Aber ein überraschendes Buch in der Woche war für mich Das Jahr des Rehs von Stefanie Jana und Ursula Kollritsch. Habe ich, wie gesagt, bei meinem Subrückblick entdeckt und dachte, ja, daran hast du dich irgendwie erinnert, da greifst du zu. Ich habe es damals als Mängelexemplar gefunden und fand eben das Cover sehr cool und auch den Klappentext. Und es war eben schon beim Reinblättern erkennbar, dass wir einen E-Mail-Verkehr haben. Und das mag ich tatsächlich ja auch immer mal ganz gerne und war umso neugieriger, was mich hier erwartet. Wir treffen auf Bella und Sabine, die in den 40ern, Anfang der 40er sind und sich jetzt 17 Jahre nicht gehört oder gesehen haben. Und Bella schreibt Biene eben einfach an und sie fühlen sich auch direkt so ein bisschen freundschaftlich wieder verbunden, auch wenn sie beide doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Denn Bella ist Journalistin und wohnt mit ihrem Sohn und ihrem Lebensgefährten in Berlin, während Biene als Architektin mit Mann und Kindern ja, im heimischen Heimatort wohnt, irgendwo im Hessischen. Und beide sind zwar sehr unterschiedlich, erzählen sich aber in diesem Jahr eben so ein bisschen von ihrem Leben und haben hier einen regen E-Mail-Verkehr, der uns im Grunde auch so ein bisschen die Krisen des Lebens so ein bisschen zeigt, Freuden, die halt wirklich dieses Jahr umfassen. Und was es dann auch mit diesem Jahr auf sich hat, entdeckt man dann eben auch in der Geschichte. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass die Chemie der beiden wirklich super rübergebracht war, dass man sehr schnell merkt, wie sie sich annähern, warum da noch so eine Verbundenheit ist, wenn sie auch so ein bisschen was von früher erzählen, dass es eben nicht so aus dem Nichts kommt, dass sie durchaus am Anfang auch so ein bisschen kritisch sind, aber das fand ich richtig schön. Es war auch so diese Vertrautheit, diese wiederkommende Vertrautheit, die man hier so spürt, das wurde toll aufgebaut und hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sprachlich ist die Geschichte der beiden Autorinnen sehr locker, sie ist sehr leicht und durch diesen E-Mail-Verkehr ist sie auch sehr lebendig und kurzweilig und man ja, hängt förmlich an den Wörtern. Und das Schöne ist natürlich, dass wir eben das erfahren, was die beiden sich auch denken, was sie so fühlen, was sie empfinden, was sie beschäftigt und das eben in ihren eigenen Worten, das fand ich richtig, richtig schön. Zu den eigenen Worten möchte ich wissen, dass man hier eben auch merkt, dass wir zwei Personen haben und eben auch zwei Autorinnen. Und das ist ja das, was ich oft bei Perspektivwechseln so ein bisschen schade finde, ist, wenn die so einen gleichen gleiche Wörter verwenden, gleiche Art sich auszudrücken haben. Das ist eben im realen Leben nicht so. Und das merkt man hier natürlich ganz toll, weil es eben auch zwei Autorinnen sind, dass die natürlich ihre eigene Sprache verwenden. Und das fand ich richtig, richtig toll gemacht. Zudem ist es auch ist es auch sehr flüssig erzählt und an mancher Stelle eben auch durchaus poetisch und hat vieles so wunderbar auch aus dem Leben gegriffen. Also da wird eben auch irgendein Kinderproblem besprochen oder irgendwas auf der Arbeit oder irgendwas mit den Nachbarn. Und das finde ich so schön, weil so geht es uns wahrscheinlich allen einfach mal. Beide Frauen waren mir super sympathisch. Sie sind auch sehr charismatisch. Sie wirken auch sehr erwachsen und sie stehen im Leben und erzählen uns eben so einfach ihr Freud und ihr Leid. Und für beide, wie sie eben unterschiedlich sind, fand ich aber trotzdem, dass man sich gut hineinversetzen konnte und wirklich da so ein bisschen mitgehen und mitfühlen konnte. Es gibt wenige Nebencharaktere, was ich finde sehr positiv war, weil sie uns noch näher an die beiden Freundinnen herangebracht hat. Man musste sich nicht ständig irgendwelche Namen noch merken oder wie hieß jetzt die Schwiegermutter oder der Cousin dritten Grades oder irgendwie so. Das ist mir sehr positiv aufgefallen und hat mir Spaß gemacht. Zudem fand ich es toll, dass wir beide im Grunde über
ein Jahr hinweg begleiten. Und das war auch sehr spannend gemacht, sehr interessant. Es waren einfach so allgemeine Themen, aber auch sehr spezielle Themen, die eben auf die jeweilige Protagonistin getroffen hat. Und ich fand das richtig schön. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Und ich war wirklich so relativ mit in einem Mühe dann auch durch und hatte da wirklich meine Freude. Es wurde sehr, sehr viel kommuniziert, was ich toll fand und auch miteinander, was die beiden geteilt haben. Es war sehr offen, es war sehr ehrlich und ich konnte mich da auch wiederfinden, weil ich eben auch Freundinnen in der Ferne habe, mit denen ich jetzt nicht in E-Mail-Verkehr trete, sondern ich bin eher jemand, der dann auch meine WhatsApp-Audio macht und die kann dann auch mal Hörbuchlänger haben und ich höre mir sowas auch super gerne an. Und von daher, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man diese Entfernung dann natürlich auch irgendwie überbrücken möchte. Irgendwie hat mir aber das gewisse Extra oder das gewisse Etwas dann doch gefehlt. Es hat so ein bisschen so ein, ja, eine Mühe, was Besonderes, vielleicht so ein Hauptthema, ich weiß nicht. Es war schön, es hat mir super viel Spaß gemacht, es ist ein sehr gutes Buch, aber so zum Highlight war es vielleicht eine Spur zu unemotional. Irgendwie hätte ich da gern noch so einen Wow-Effekt gehabt. Ich weiß nicht, ich kann das ganz schlecht so in Worte fassen. Es hat mich schon abgeholt und mitgenommen und begeistert. Aber irgendwie, ja, vielleicht war es manchmal doch einfach zu wenig, was so erzählt wurde. Ich weiß es nicht. Aber es ist definitiv eine Empfehlung, hat mir Spaß gemacht und war auch wirklich ein wunderbarer, ja, Schmankerl, wie man so schön sagt. Einfach das mal so an zwei Nachmittagen zu lesen. Die ganze Woche über gehört habe ich Söhne des Glücks von Jeffrey Archer. Das ist ein weiteres Buch von Archer, welches im Januar, glaube ich, auch erschienen ist. Es wird, wie fast immer, gesprochen von Richard Barenberg, einer Stimme, der ich super gerne lausche. Das Buch ist bereits 2002 erschienen unter dem Titel Die Kandidaten. Das ist mir jetzt bei Heine ja schon öfter aufgefallen, dass sie die alten Bücher von Archer nach der Clifton-Saga sozusagen in neues Gewand packen, wahrscheinlich auch sprachlich überarbeiten und dann eben als neues Buch herausbringen. Ich finde aber ganz schön, man konnte, ich glaube, ich habe bei Audible oder auch bei Amazon geschaut, man konnte das relativ schnell im Klappentext entdecken, dass das eben ein Buch ist, was 2002 schon erschienen ist. Und ich war ja ein großer, großer Fan der Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Ich habe auch danach noch weitere Bücher von ihm sehr gerne gelesen. Auch die Warwick-Saga, wo wir jetzt ja, glaube ich, zwei Bände haben oder drei, bin ich auch ein großer Fan davon. Und so war ich natürlich hier in großer Hoffnung, wieder einen wunderbaren Archer in Händen zu halten. Die Geschichte startet mit der Geburt von Zwillingen von Nathaniel und Fletcher. Und wir erleben, wie die beiden nach ihrer Geburt getrennt werden und lösen dann im Grunde auch irgendwann in der Geschichte auf, wie es zu dieser Trennung gekommen ist. Ned wächst in einfachen Verhältnissen auf, ist ein sehr kluger Junge und dann auch junger Mann und er erarbeitet sich sein Leben sehr, sehr schwer, aber doch relativ erfolgreich. Fletcher wiederum wird der Sohn eines der reichsten Männer Connecticuts und hat es sehr einfach im Leben. Und relativ früh ist klar, dass er den Weg als Anwalt, der ihm schon vorgezeichnet ist, dann auch bestreiten wird. Und so wird dann im Grunde auch sein Leben mehr oder weniger im Grunde verlaufen. Die Lebensläufe der beiden sind super unterschiedlich und jeder entwickelt sich auch anders. Doch die Wege der beiden, die kreuzen sich immer mal wieder und beide treffen dann auch immer mal aufeinander. Da sie aber keine eineigen Zwillinge sind, fällt ihnen das eben auch gar nicht auf. Wir begleiten die beiden so um die 40 Jahre, glaube ich, ihres Lebens und erleben hier eben auch die Höhen und die Tiefen und die wichtigen Lebenspunkte der beiden. Und das ist in 7 Teile aufgeteilt und man hat eben hier auch diesen Perspektivwechsel. Und man weiß relativ gut, wer man gerade ist. Und das fand ich tatsächlich auch sehr wichtig. Und es ist wirklich ein Lebenslauf, diese 40 Jahre, und enden mit einem wunderbaren Höhepunkt, wie ich finde. Und hat mir auch einfach Spaß gemacht. Archer kann schreiben. Ich kann das gar nicht anders sagen. Der Mann schafft es, Lebensgeschichten zu schreiben, die sich anfühlen, als wären sie wirklich gelebt worden. Und wahrscheinlich ist das tatsächlich sogar so. Es ist einfach, er nimmt hier zwei Figuren, er setzt die im Grunde zur gleichen Zeit an und dann schmückt er ihre Wege aus und wie sie sich aber trotzdem immer mal wieder verweben. Und
es hat mir super gut gefallen. Allerdings, und ich fange mit dem Kritikpunkt vielleicht direkt an, ich finde, es fühlt sich manchmal ein bisschen uninspiriert an. Also, wir haben jetzt schon so viele Männer-Lebensgeschichten gelesen, die meistens irgendwas Politisches auf sich hatten und irgendwie denkt man sich, ja, so ähnlich habe ich die Geschichte auch schon woanders in deinen Büchern gelesen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Jetzt kann man natürlich sagen, und das finde ich auch wichtig, ist das Buch schon fast 20 Jahre alt und natürlich war dieses Buch auch vor der Clifton-Saga und vor anderen Büchern, aber das ändert ja nichts, als dass man dann ja sagen könnte, wenn man das zuerst gelesen hätte, also hätten sich die anderen irgendwie wiederholt. Also mein Problem tatsächlich ist jetzt so langsam, dass sich die Geschichten für mich nicht mehr genug abgrenzen, dass es im Grunde oft um Politik geht, um die Veränderungen der damaligen Zeit und dass wir halt wirklich immer junge Männer meistens begleiten, irgendwie auf ihren Weg zum Erfolg. Und es sich da irgendwie, also weil die Clifton-Saga da schon noch sehr heraussticht, weil wir da ja mehrere Perspektiven begleitet haben und auch über einen viel längeren Zeitraum, aber es fühlt sich immer so ein bisschen wie Einheitsbrei an. Und das klingt so böse, weil ich dem Buch trotzdem wahrscheinlich 4 von 5 Sternen geben würde oder das auch auf Lovely Books getan habe. Da muss ich ja Sterne vergeben. Ich bin sonst ja kein so Sternenfreund. Aber ja, da denke ich mir immer, naja, mal irgendwie so was Inspiriertes, Neues wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Dennoch haben wir hier 2 super interessante Lebensgeschichten, wir haben wahnsinnig spannende Passagen und spüren wirklich die Vielseitigkeit so des Autors, um eben die Leben genug, also die beiden Leben sozusagen genug abzugrenzen, damit man wirklich weiß, Fletcher und Ned und wie sind ihre Leben. Also das macht er wirklich großartig, man weiß immer, wer man ist, wo man ist, wann man in der Geschichte wieder einsteigt. Und das, fand ich, macht er einfach Hammer. Also das macht mir immer wieder Spaß. Er schafft es wirklich auch wunderbar, diese beiden Erzählungen aufzubauen, den Spannungsbogen ähnlich zu halten und auch parallel zu erzählen, ohne dass man irgendwie verwirrt ist. Das, finde ich, macht er richtig, richtig toll. Und das hat mir hier auch wieder großen Spaß gemacht. Es ist mir manchmal eben auch einfach zu viel Politik. Es interessiert mich nicht unbedingt, wie in Amerika das so funktioniert. Also das klingt jetzt auch so banausig, aber Ich weiß nicht, also irgendwann hat man mal genug Politik und wenn man Jeffrey Archer irgendwie in die Hand nimmt, hat man das Gefühl, dass es immer politischer wird oder wurde oder wie auch immer. Man kennt das so von Archer und es ist auch, glaube ich, einfach sein Stil, aber es packt mich nicht mehr so wie halt bei den ersten Büchern von Archer. Und ja, was so das Zeitliche angeht, dass das Buch eben fast 20 Jahre alt ist, ich muss sagen, das merkt man auch an mancher Stelle, eben was damals so in Amerika für Themen waren, aber man kann es heute natürlich so ein bisschen wie einen ganz kurzfristigen historischen Roman sehen und sagen, okay, wie lief denn Amerika im Grunde von den 60ern an bis 2000? Und ja, damals war er wahrscheinlich nah an der Zeit, heute liegen halt 20 Jahre dazwischen. Sprachlich, finde ich, hat sich Archer definitiv auch ein bisschen verbessert, aber man merkt, dass er seinem Stil definitiv treu geblieben ist und ich da gar nicht so groß zu meckern habe, außer dass es für mich eben manchmal einfach zu viel Ähnlichkeiten hat mit anderen seiner Bücher. Aber ja, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich würde hier definitiv auch hier Sterne geben. Kommt für mich nicht an die Clifton-Saga ran, aber hat mich gut unterhalten und auch gut in der Woche sozusagen nebenbei, wenn ich eben Hörbuch höre, unterhalten. Und ja, das ist im Grunde ja wichtig. Und das letzte Buch der Woche ist dann Der Duke und ich von Julia Quinn. Und zwar ist das der Auftakt der Bridgerton-Saga, von der es, glaube ich, 8 Bände gibt. Ja, richtig. Jedes Kind der Bridgerton bekommt sozusagen seinen ersten Band. Und wir beginnen mit Der Duke und ich. Und ja, eine Netflix-Serie hat mich dazu gebracht, ja, Bridgerton überhaupt irgendwie wahrzunehmen. Ist ja auch schon ein etwas älteres Buch, ist im Cora Verlag erschienen und wurde jetzt neu aufgelegt, ist jetzt auch im Februar neu erschienen als E-Book. Ich glaube, auch der zweite Teil ist schon da oder kommt jetzt zeitnah. Und ich habe die Serie ja sehr, sehr gefeiert. Ich fand die richtig toll, ich fand sie sehr unterhaltsam. Ich hatte so 1-2 Kritikpunkte, aber deswegen war sie trotzdem eine super tolle
und auch einfach humorvolle Unterhaltungsserie, die eben ja irgendwie im Anfang des 19. Jahrhunderts spielt. Ich finde ganz schön, dass die Cover überarbeitet wurden. Ich finde die alten Cover tatsächlich nicht so schön. Finde schön, dass man sich jetzt an der Netflix-Serie sozusagen beim ersten Band auch daran orientiert hat. Ich glaube, die weiter fortlaufenden sehen jetzt dann doch wieder ein bisschen anders aus. Natürlich, weil man wahrscheinlich noch gar nicht weiß, wie die Schauspieler einfach bis dahin irgendwie aussehen. Ich weiß nicht, ob man eine Staffel vielleicht tatsächlich pro Halbjahr irgendwie schafft. Ich habe schon gehört, dass die zweite Staffel im Sommer kommen soll. Da muss man dann einfach mal sehen. Ah, vielleicht ändert man dann die Cover auch nochmal. Eine kurze Warnung möchte ich aussprechen. Und zwar sollte man sich nicht den Stammbaum in der Buchbeschreibung oder so ansehen. Beziehungsweise habe ich auch irgendwo entdeckt, als ich nach den anderen Büchern geschaut habe, jetzt welche nächsten Kinder sozusagen der Bridgerton kommen. Es wird da nämlich so ein bisschen mit gespoilert, wer mit wem was zu tun hat. Also wie man hier eben erfährt, dass es um Daphne und Simon geht, erfährt man dann eben bei diesem Stammbaum so ein bisschen, wer mit wem. Und das spoilert gegebenenfalls ja die anderen Bände. Das weiß ich jetzt ja natürlich noch nicht, aber das wäre so mein Gefühl. Also wenn ihr einen Stammbaum seht, macht die Augen einfach zu. Ja, wir sind 1813, also Anfang des 19. Jahrhunderts, und wir treffen auf die Bridgerton, unter anderem eben auf Daphne. Sie ist die älteste Tochter von Lady Bridgerton und ist bereits zum zweiten oder dritten Mal ja im Grunde in dieser Verlobungsrunde, also wo sie im Grunde auf Bälle geht und Besuch von zukünftigen Ehemännern erhält. Und bisher hat sie aber keinen so richtigen Kandidaten gefunden, wird zum Glück auch von ihrer Mutter da eigentlich nicht so richtig in eine Ehe getrennt, sondern sie darf sich da schon mehr oder weniger ja so ein bisschen die Männer auch aussuchen oder eben dann eben auch sagen, wenn sie daran keinen Gefallen hat. Sie merkt aber recht schnell, dass sie mit ihrer doch intelligenten und auch ein bisschen unterhaltsamen, witzigen Art gar nicht so gut ankommt und die Männer tatsächlich eher in ihren guten Kumpel sehen, als eben ja eine Frau mit, ja, die einen irgendwie als Ehefrau taugt, wenn man das so sagen kann. Also, wobei ich das tatsächlich gar nicht verstehe, weil ich denke, man hat doch lieber einen guten Kumpel, mit dem man lachen kann und sich versteht. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Ja, Daphne selbst möchte aber unbedingt eine Familie gründen. Sie will heiraten, sie will Kinder haben, ist hier selbst auch in einer großen Familie mit 7 Geschwistern aufgewachsen. Und ja, eines Tages trifft sie dann auf den neuen Lord of Hastings, nämlich auf Simon. Und der hat eigentlich so dem Adel ein bisschen abgeschworen. Er ist sehr sauer auf seinen Vater, hat eben auch ein bisschen was an geschichtlichen Hintergrund. Und er hat aber relativ schnell gar keine Lust auf dieses Umwerben von vielleicht zukünftigen Ehefrauen, von deren Müttern und wie auch immer. Und ja, er trifft eben auf Daphne, und die ist auch eben die Schwester eines seiner besten Freunde. Die kennen sich sozusagen aus dem College, und so lernt er dann auch Daphne kennen. Und recht schnell merken beide, Mensch, wir verstehen uns gut, wir haben einen ähnlichen Humor und einen ähnlichen Blick auf die Welt. Lass uns doch eine List eingehen. Wir tun einfach so, als hätten wir Interesse aneinander. Und gerade wenn natürlich der Duke sozusagen dieses Interesse zeigt, soll das eben bei anderen Männern auch Interesse wecken und Daphne so ein bisschen in den Fokus rücken. Aber eigentlich wissen beide, da wird nichts draus, und wir machen das wirklich nur, um einmal die Frauen vom Hals zu halten und auf der anderen Seite mehr Männerangebote zu bekommen. Und da sind wir so ein bisschen dabei. Wir werden begleitet von Lady Whistledown, die ein Gesellschaftsjournal betreibt und im Grunde so eine Art, ja, wie man das so bei Gossip Girl irgendwie kennt, so im Hintergrund eben das Geschehen kommentiert. Und die wirklich die Geschichte auch sehr, sehr auflockert, und man sich natürlich fragt, woher weiß die Frau eigentlich alles? Mir hat die Serie ja super gut gefallen. Ich fand sie toll inszeniert, ich fand sie spannend gemacht, ich mochte die Darsteller, ich mochte diese neuartige Musik auf alt und klassisch gemacht super gern. Ich fand die farbenfrohen Kostüme richtig toll. Und ja, historisch ist das wohl nicht alles so ganz belegt oder entspricht es nicht einem historischen Bericht der Zeit, aber das muss es ja auch überhaupt nicht, sondern es ist schon ein bisschen frei interpretiert, hat mir aber wirklich großen Spaß gemacht.
Man lernt auch in dem Buch die Zeit, in der wir uns befinden, durch die Charaktere sehr gut kennen. Auch die Bräuche werden gut dargestellt, was eben damals einfach sich noch so ein bisschen an Höflichkeit gehört hat und Ähnlichem. Und das fand ich richtig toll. Man ist auch sehr schnell in der Zeit angekommen und fühlt sich auch recht wohl in dem 19. Jahrhundert. Und wobei, ob ich da wirklich, ja, weiß ich nicht, ob mir das so gefallen hätte, aber das sei jetzt mal so ein bisschen dahingestellt. Aber man fühlt sich relativ wohl und auch angekommen. Ich mochte Daphne schon in der Serie. Ich mag sie auch super gerne im Buch. Das ist wirklich eine ganz intelligente, tolle, junge Frau, die schon recht weiß, was sie möchte, aber sich natürlich auch dieser Zeit einfach so ein bisschen anpasst oder eben auch einfach weiß, was von ihr verlangt wird. Und auch ihr eigener Wunsch, was zum Beispiel Familie angeht, steht eben sehr im Vordergrund. Mir hat manchmal so ein bisschen diese Motivation gefehlt. Also ich habe manchmal so mich gefragt bei ihr, warum tickt sie eigentlich so, wie sie manche Wünsche auch äußert. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund gewünscht. Auch die Familienbindung der Bridgerton fand ich ganz, ganz toll gezeigt. Mir kam hier so ein bisschen die Familie aber fast zu kurz. Man merkt, dass die Serie schon einfach mehr weiß, als es das erste Buch wahrscheinlich getan hat und da natürlich schon die Geschwister auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt hat. Diese Nebengeschichten, diese Nebenschauplätze fehlen im Buch, also es dreht sich hier tatsächlich sehr um Daphne und dann eben auch um Simon, der dazukommt und wie ja diese Freundschaft so entsteht und dann natürlich auch irgendwie diese Liebesgeschichte und das ist schon sehr zentral erzählt. Also viele Dinge, die man in der Serie nebenbei erlebt, die fehlen hier definitiv. Was ich nachvollziehen kann, also warum man in der Serie schon die Nebencharaktere sozusagen aufbaut und miterzählt, ich aber das im Buch verstehen kann, dass man eben einfach je Geschichte eben auch einfach einem der Bridgerton gerecht wird und dann nicht zu viel Verwirrung wahrscheinlich auch einfach reinbringen wollte. Die Dialoge zwischen Daphne und Simon sind ähnlich humorvoll, wie sie es auch definitiv in der Serie waren. Man merkt hier natürlich ein bisschen intensiver, was beide denken, fühlen und wie sie miteinander sprechen. Das hat mir wieder super gut gefallen. Es hat wirklich sehr spritzig. Es ja, bringt einen zum Schmunzeln und zum Lachen und das finde ich tatsächlich richtig, richtig schön. Die Freundschaft der beiden und dann eben auch die Liebesgeschichte wird auch in einem schönen Tempo erzählt, sodass es nicht so schnell geht und dass man eben bei beiden einfach so ein bisschen mitbekommt, was sich in ihnen auch verändert. Ähnlich wie in der Serie gibt es im Buch eben auch diesen erotischen Anteil. Den fand ich sogar im Buch ein bisschen erträglicher, weil er nicht ganz so die Kamera draufgehalten hat. Es war nicht ganz so detailverliebt, wie es, glaube ich, in der Serie war. Da habe ich ja dann doch immer mal so ein bisschen geskippt, weil ich dachte, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Man kommt hier doch schneller auf den Punkt. Blöde Wortwendung in diesem Zusammenhang, aber Allerdings... Die Kritik, die ich ja an der Serie hatte, bei einem gewissen Punkt, ziemlich am Ende, den gleichen Kritikpunkt habe ich hier. Es passiert hier eben einfach was Daphne im Grunde mit Simon macht, wo ich einfach sagen kann, das finde ich unfassbar grenzwertig. Also wirklich. Und es wird auch im Buch überhaupt nicht thematisiert. Natürlich muss ich jetzt sagen, wir sind hier 1813, da wird das überhaupt kein Thema gewesen sein. Also das sind ja junge Frauen an alte Männer verheiratet worden. Hauptsache die Männer hatten irgendeinen Adelstitel und wie da dann irgendwas Erotisches abgelaufen ist, wollen wir mal so. Also ja, von daher kann ich das nachvollziehen, dass das nicht thematisiert wird. Ich finde es aber schon einen heiklen Punkt, das überhaupt so einzubauen. Muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht kennt ihr ja die Geschichte oder die Serie, können wir ja gerne auch mal in den Kommentaren drüber sprechen. Ich schiebe es einfach auf die damalige Zeit und dass das wahrscheinlich überhaupt kein Thema gewesen ist. Es ist eine sehr gute und schnelllebige Unterhaltung mit tollen Charakteren, mit humorvollen Dialogen, Geschehnissen. Es ist eine richtig coole Zeitreise. Mir gefiel aber tatsächlich irgendwie die Serie wahrscheinlich müh besser, weil sie sich trotzdem so ein bisschen moderner und anders angefühlt hat. Und natürlich wirklich diese tollen Kostüme, diese tollen Schauspieler, diese coole Musik, das fehlt natürlich so ein bisschen im Buch. Und es muss eben auch mal Verfilmungen geben, die vielleicht müh besser sind als ihre Bücher, als Entstehungswerk sozusagen. Die Serie ist natürlich auch sehr ausführlich erzählt. Ich glaube, das Buch hat keine 400 Seiten.
Und die Serie hat ja doch 8, 9 Folgen, also relativ viel Zeit, auch wirklich diese Geschichte zu erzählen, trotz ihrer Nebencharaktere. Und ich muss echt sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich tatsächlich mit den Büchern weitermache oder einfach auf die Serie warte, weil mir die wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob ich mir nicht tatsächlich ein bisschen Spaß nehme, wenn ich die Bücher vorher schon kenne. Gott, wer hätte gedacht, dass ich das sowas mal aus meinem Mund kommt. Aber vielleicht versteht ihr ja, wie ich das meine. Und ja, man muss eben auch nicht alles gelesen haben. Ja, so viel dazu. Also hat mir super gut gefallen. Auch wirklich eine ganz tolle Unterhaltung. Kann ich wirklich nur empfehlen. Macht Spaß. Aber wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich weitermache oder einfach immer auf die Serie warte. Was ja auch gar kein Problem wäre. Ja, das waren sie nun, die 4 Bücher der Woche, wie gesagt, unten in der Infobox und auch die Einzelrezensionen zur Mitternachtsbibliothek. Und dann habe ich Sherlock weitergeschaut. Ich habe, ich glaube, jetzt tatsächlich bis zur 4. Staffel geschaut. Es könnte jetzt auch schon 4.1 sein. Ich bin ja nicht so der größte Fan von der 3. Staffel, nicht im Sinne von der 3. Staffel, sondern ich bin kein Fan von Mary Watson. Ich weiß nicht, warum man die so fokussiert hier in den Fokus gestellt hat. Also ich habe mit ihr so meine Probleme, beziehungsweise dass es die Dynamik auch von Sherlock und Watson, von John Watson so ändert. Ja, ich werde da irgendwie nicht so richtig warm und frage mich immer, warum musste man sie hier so mit reinbringen. Auf die 4. Staffel freue ich mich jetzt aber schon wieder, weil es da eine grandiose Wendung gibt und ich mich darauf schon freue. Und überhaupt, Sherlock ist schon, also jetzt auch zu sagen, ich kritisiere das an der 3. Staffel, ist, also es ist halt Jammern auf unglaublich hohem Niveau. Also die Serie ist schon, also die macht unfassbaren Spaß. Also mir macht die wirklich großen, großen, großen Spaß. Und ja, werde ich auf jeden Fall auch noch weiterschauen in der Woche. Freue mich dann jetzt auch auf The Masked Singer, auf die erste Folge. Ja, am Samstag habt ihr da natürlich schon gesehen. Freue mich da auch schon wirklich auch so ein bisschen wieder auf den Austausch, so beim Live-Schauen und mit Voten und Raten und wer könnte da drunter stecken? Die Kostüme sind ja schon veröffentlicht und bin sehr gespannt, wer da diesmal so ein bisschen dabei ist und wie das so wird. Wahrscheinlich wieder mit unfassbar viel Werbung. Also ich werde meine Haushaltstätigkeiten immer auf Dienstagabend verschieben und in der Viertelstunde Pause so von einem Zimmer zum anderen huschen. Man muss die Zeit ja auch irgendwie sinnvoll nutzen. Und ja, viel mehr gibt es zu der Woche gar nicht zu erzählen. Nein, ich glaube nicht. Ich bin sehr gespannt, was ihr gerade so lest oder gelesen habt, was vielleicht euer letzter Flop war. Lasst uns doch gerne darüber sprechen, ob ihr gerade ein Buch hattet in den letzten 2, 3 Wochen, wo ihr sagt, ach, das war wirklich eine Katastrophe, dann lasst uns da gerne in den Kommentaren drüber sprechen, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und mir bleibt jetzt gar nichts anderes als vielen Dank fürs Zusehen zu sagen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein ganz tolles Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.